Hallo Leute, heute geht es um das Problem der Lichtmaschine bzw. Drehstromgenerator. Das Fahrzeug lädt anscheinend die Batterie nicht mehr. Wie hat sich das bei mir bemerkbar gemacht? Naja, ich bin einfach normal gefahren, bin dann einmal in die Kurve rein und die ganze Lichtershow hier im Kombi-Instrument ging an. Es kamen sehr viele Fehler und es gab sogar im Getriebe so einen kleinen ein unangenehmes Geräusch, sagen wir es mal, so ein Knirzen oder Knatschen. Ich schätze mal, in dem Moment hat das Getriebesteuergerät eine Unterspannung bekommen und konnte nicht weiterschalten oder so. Auf jeden Fall war das definitiv nicht gut. Und dann ging das Getriebe auch nicht mehr, man konnte die Gänge nicht wechseln. Ich habe das Fahrzeug einfach ausgemacht, danach wieder angemacht. Nachdem die Batterie sich so ein bisschen erholt hat, ging es noch an. Später ging es auch gar nicht mehr an. Dann habe ich das geladen, also die Batterie wieder geladen, damit ich jetzt irgendwann mal auch nach Hause kommen kann. Ich habe jetzt eine Wegstrecke von ca. 100 Kilometer und hoffe, dass bis dahin die Batterie aushält. Das ist jetzt eine AGM, die ist neu. Jetzt haben wir 12,2 Volt. Also wie könnt ihr es selber überhaupt merken? Naja, eigentlich gar nicht. Ihr könnt es schon merken, aber es ist unwahrscheinlich, dass ihr das machen werdet. Ich habe mir entweder hier so einen ganz normalen Ladegerät gekauft mit Voltanzahl. Es ist der einfachste Weg, wenn man nicht über das Geheimmenü das Ganze machen will. Das steckt rein und dann habt ihr zumindest jetzt mal die Spannung. Wir haben jetzt 12,1, 12,2. Wenn der Drehstromgenerator normal arbeiten würde, dann hätten wir so an die 14,4, ne? Oder 14 Volt mindestens. In dem Fall haben wir es nicht. Das heißt, wir fahren jetzt nur mit der Batterie. Übertreibt es nicht, bei einer Unterspannung kriegt ihr wieder so ein Problem wie ich und könnt eventuell am Fahrzeug Sachen kaputt machen. Ich muss jetzt irgendwie nach Hause kommen und abschleppen lassen möchte ich mich jetzt auch nicht und deshalb beobachte ich einfach nur die Batteriespannung und lässt sie jetzt nicht unter, was weiß ich, im kritischen Fall unter 11,8 fallen. Ich habe jetzt noch eine zusätzliche Batterie, die werde ich dann wechseln und mit der zusätzlichen Batterie bis nach Hause kommen. Ja, habe ich dann so ein bisschen vorbereitet. Ihr könnt es natürlich, wie gesagt, durch dieses Teil hier machen oder im Geheimmenü unter dem Punkt 9 Batterieanzahl also anzeigen lassen. Wie man das Geheimmenü bedient, könnt ihr in meinen Videos sehen. Ich habe das da mal so ein bisschen erklärt, wie man auch zu der Kühlmitteltemperatur zum Beispiel kommen kann. Jo, wenn ich zu Hause angekommen bin, werde ich mal die Lichtmaschine ausbauen und mal gucken, was los ist. Also ich vermute zwei Sachen. Entweder ist es der Regler selber, der an der Lichtmaschine quasi dran ist und regelt, wann er denn jetzt den Strom quasi an die Batterie oder ans Fahrzeug geben soll, wann nicht. Wenn ich das so jetzt so laienhaft erklärt habe. Ne? Also ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, bin noch kein Lichtmaschinenprofi. Oder die Kugelbürste. Der Wagen hat jetzt 464.462 Kilometer. Kann ruhig mal sein, dass es doch die Kugelbürsten sind, die mittlerweile einfach nur verschlissen sind. Ich werde es zerlegen und dann werden wir mal sehen, ob wir da irgendwelche sichtbaren Schäden erkennen können. Ihr es vielleicht doch vorher schon erkennen könnt. Ich habe die Batterie gewechselt. Die Batterie war hier 15 Jahre alt. Ich habe eine neue eingebaut, habe sie richtig kodiert und bin dann eine etwas längere Strecke gefahren von 300 Kilometern und dann wieder zurück. Und danach hat sich bei mir die Batterie, also ich habe den Motor quasi ausgemacht nach der langen Fahrt und dann kam die Meldung, Batterieentladung zu hoch. Also wenn ihr eine längere Strecke gefahren seid, dann müsste ja die Batterie voll sein. Wenn die Batterieentladung gleich nach der Fahrt zu hoch ist, einmal die Batteriespannung überprüfen. Wenn ihr dann seht, dass die eigentlich nicht vollgeladen ist, dann wäre das auf jeden Fall das erste Anzeichen dafür, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem Drehstromgenerator. Ich persönlich habe es ignoriert. Die Meldung kam, aber ich habe es irgendwie nicht in den Zusammenhang gebracht. Ich habe mir nur gedacht, neue Batterie, Batterieentladung zu hoch, muss ich mir mal angucken. Ja, und dann vergessen und letztendlich dann weitergefahren und das war dann das Ergebnis. Ne? Achtet auf solche Merkmale, damit euch nicht derselbe Fehler passiert wie mir. Möglichst während der Fahrt zu schonen. Die Heizung komplett ausgemacht. Naja, den Monitor hier ausgemacht. Ich meine, der wird ja auch ein bisschen Strom fressen. Und das Licht aus und auch
denkt dran, dass ihr über das Menü das Tagfahrlicht ausmacht. Ne? Das sind zwei 35 Watt Leuchtender für das Tagfahrlicht. Jetzt bei dem Fahrzeug, das ist ein LCI, ein Baujahr 2007, 530 Diesel. Ja? Also 2007, 530 Diesel. Und ja, alle Verbraucher, wie es irgendwie nur geht, am besten ausmachen und ja, und dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt damit kommen. Ganz, ganz kurz zwischendurch kommen mal so 13, 14 Volt durch und dann sind die auch wieder weg. Dann bricht die Spannung wieder zusammen. Ja, mal gucken. So, ich habe es geschafft bis nach Hause. Er zeigt 11,8 Volt jetzt noch. Ja, mein hier Pseudogerät springt zwischen 11,8 und 11,7 Volt, also die, das Ladegerät. Ja, 11,8 Volt bzw. 11,7 Volt, das sind ungefähr, also rechts, rechte Seite ist jetzt AGM, dann sind wir ungefähr so bei 20% der Batterie, also ganz knapp noch geschafft. Ja, jetzt gucken wir mal, was mit der Lichtmaschine los ist. Den Drehstromgenerator, also die Lichtmaschine ausbauen. Als erstes mache ich den Motorbereich stromlos, indem ich die hier abschraube, ist eine 13er Nuss. Danach mache ich die Motorverkleidung ab. Jetzt werde ich dieses Teil hier abbauen, damit ich besser an den Riementrieb kommen kann. Dazu müsst ihr die und die Schraube hier lösen. Hier vorsichtig das Teil entnehmen, also quasi hier rausziehen und erstmal zur Seite packen. So, als nächstes werde ich den Schlauch des Ladeluftkühlers zur Seite packen, also hier in die Richtung, damit ich die Lüfterzarge besser rausnehmen kann. Danach müsst ihr die Steckverbindung von dem Lüfter selber abziehen. Rechts und links gibt es einmal die Klemmen. Die zusammendrücken und nach oben abziehen und ihn einfach zur Seite packen. Und ihr müsst 5 Schrauben lösen mit dem 25er Torx. Hier, 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 die hier, mal blitzern. So. Die und die hier. Danach die Abdeckung nach oben rausnehmen und danach die Lüfterzarge nach oben rausziehen. Müsst gucken, dass ihr hier vorsichtig vorbeikommt. Und wenn ihr ein Automatikgetriebe habt, achtet darauf, dass der Schlauch, der unten für das Kühlsystem da ist, der wird an der Lüfterzarge festgeklemmt, dass ihr ihn einfach nicht nach oben abreißt, sondern ihn aus der Verankerung nimmt. Mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. Dieser Schlauch hier, der da so runter geht, der geht einmal an der Lüfterzarge entlang und den müsst ihr da rausnehmen. Dazu nehme ich so eine Brechstange, also ich breche da nichts ab, sondern die ist einfach nur etwas länger und ich komme da besser dran, weil es quasi verlängert ist, ne? So, jetzt ist er auf der einen Seite ab und genau dasselbe haben wir auch auf der rechten Seite. Jetzt könnt ihr die Lüftertage einfach nach oben rausziehen. Die Lichtmaschine ist dieses Rad hier. Also ist genau hinter dieser Leitung. Mach du mal. Da hinten. Um den Riementrieb zu entlasten, müsst ihr das über diesen Spanner hier machen. Malt euch aber vorher den Ablauf des Riemens auf.
mit der 24er Nuss entlastet hier den Spannriemen. Also ihr geht dann den Spannriemen ran, gegen den Uhrzeigersinn runterschieben, den Riemen wegbauen. Anschließend löst ihr die Kappe von der Umlenkrolle an der Lichtmaschine. Ich baue sie einfach ab, damit die Lichtmaschine kleiner und kompakter ist, um sie nachher leichter rauszunehmen. Mit der 50er Torx löst ihr diese Umlenkrolle an der Lichtmaschine. Später müsst ihr sie mit 38 Newton wieder anziehen. Danach baue ich die Servopumpe ab. Dafür müsst ihr einmal mit einer 50er Torx hinten die Schrauben lösen. Da und da hinten. Korrigiere 40er Torx. Danach löst ihr die 13er Schraube hier, darunter dann noch eine 13er und etwas weiter tiefer ist noch eine 10er. Wenn ihr die alle gelöst habt, dann fällt der runter. Ich weiß gar nicht, ob man den lösen muss, aber wird ein bisschen bequemer zumindest sein, ihn hier durchzufriemeln. Dann nehmen wir dieselbe Pumpe. Danach löst hier unten die Umlenkrolle mit einem 6er Imbus. Die wird später mit 28 Newtonmeter angezogen. Im gleichen Zug könnt ihr auch die ganzen Umlenkrollen einmal überprüfen. Ne? Dann hört ihr das, ob es ein mahlendes Geräusch gibt oder ob die noch sauber laufen. Und jetzt löst ihr die zwei Schrauben, die die Lichtmaschine halten, mit der E12er Nuss. Die werden mit 38 Newtonmeter angezogen. So, die zwei Schrauben gelöst. Die kürzere ist oben, die lange, die ist unten. Um das Plus-Kabel zu lösen, müsst ihr eine 13er Mutter lösen. Direkt an der Lichtmaschine selbst. Und anschließend müsst ihr noch die Steckverbindung, die hier, ebenfalls lösen. Um den Stecker zu lösen, einfach hier drauf drücken und abziehen. Ein Finger drauf und mit dem anderen unten ran und abziehen. Und jetzt können wir die Lichtmaschine rausnehmen. Die 13er Mutter haben wir ja hier gelöst. Durch Hin- und Herbewegen kriegt ihr die da rausgehebelt. Um den Freilauf zu kontrollieren, müsst ihr die Ritzel da hinten vorsichtig, bitte nicht diese Kupferdrähte dort ankratzen, kalt es ein und dann darf er sich in die eine Richtung drehen und in die andere nicht. Bei mir dreht er sich in gar keine Richtung. Also entweder ist der Freilauf verkantet oder der hat gar keinen Freilauf. So Leute, die neue Lichtmaschine ist da. Auffällig ist, dass hier kein... Also der Kontakt verändert wurde. Hier ist nur ein Pin und auf der alten sind zwei Pins. Das sind einmal zwei Pins und hier haben wir nur einen Pin.
Ich hoffe, das ist nicht relevant und das Teil funktioniert trotzdem. Der Einbau funktioniert wie folgt. Ja. Also, ich packe die Lichtmaschine hier rein. Gucken, wie das war. Setz die unten an. Da ist schon mal ein Unterschied, dass die hier so locker ist. Gucken wir mal, ob sich das ändert. Dann setze ich die erstmal mit der oberen Schraube an, weil unten ist sie jetzt locker bei der anderen Lichtmaschine, bei der alten war das nicht so. Mal schauen, ob wir das gleich trotzdem einfach so reinkriegen. Also Schraube nehmen. So, dann nehmen wir die andere Schraube, die etwas längere. Die kommt nach unten hin. Und jetzt müsst ihr das Teil mal so ein bisschen treffen. Gegebenenfalls so ein bisschen anhebeln, so dass ihr das Gewinde treffen könnt. So, mit der E12er Nuss geht ihr natürlich dahin, zieht die soweit an und zieht sie fest mit 38 Newtonmeter. Jo. Okay, danach nehmt ihr die Steckverbindung. Tatsächlich, in dem Stecker ist auch nur ein Pin drin. Von daher ist es völlig egal, ob ihr vorher zwei Pins hattet oder nur ein. Hier ist eh nur einer. Und steckt ihn so rein. Bis es so ein bisschen Klick macht, dann seht ihr das, dass ihr da drauf seid. Danach kommt das Pluskabel vom Motor selber. Und einmal das Pluskabel von dem Glühkerzensteuergerät. Packt ihr hier drauf und zieht es mit der 13er Mutter fest. Zieht die 13er Mutter nur handfest an. Ja? Die muss nur die zwei Kabel da halten und nicht die ganze Lichtmaschine. Danach nehmt ihr die Servopumpe, packt die wieder in Position. Dann habt ihr wieder eure drei Schrauben und vergiss nicht, die Halterung wieder dran zu machen. Die Halterung war so drauf. So, jetzt. Ihr könnt die Halterung mit den Torx-Schrauben festmachen. Danach nehmt ihr die etwas längere. Die kommt oben rein. Ihr müsst das Ganze hier so ein bisschen nach Gefühl machen. Ich habe die Schraube jetzt noch nicht festgezogen. Ne? Das mache ich gleich. Und danach zieht ihr die halt fest. Und nicht zu vergessen hier die 10er Schlüsselweite. Danach kommt die Umlenkrolle, die am Generator dran ist, mit 38 Newtonmeter. Das ist eine 50er Torx. Viel zeigen werden wir euch leider nicht. Aber nicht viel sieht. Danach kommt die andere Umlenkrolle, die neben dem Generator links ist oder in Fahrtrichtung gesehen rechts, mit 28 Newtonmeter. Das müsste eine 6er Imbus sein. Okay. Als nächstes macht ihr dann den Gurt da dran, so wie er war. Ich hoffe, ihr habt euch das vorher aufgezeichnet. Also ich mache das so, dass ich unten diese Schlaufe lasse, die jetzt über die 28 Newtonmeter Rolle darüber kommt. Dann spanne ich das Teil, ziehe den Gurt ein bisschen rüber und lasse ihn über diese 28 Umlenkrolle rüber flutschen. Und nun überprüft ihr, ob der Gurt überall sauber drauf ist. Zum Beispiel wie hier jetzt an der Lichtmaschine. Da sieht man, dass er nicht sauber drauf ist. Oder hier oben an der Umlenkrolle. Das heißt, nochmal anziehen, hier nachjustieren
da nachjustieren, hier nochmal nachjustieren, gucken, ob auf der Kurbelwelle, also beziehungsweise auf dem Schwingungsdämpfer das Ganze drauf ist, einmal unten durchfühlen mit der Hand, jo, passt, und dann wieder entspannen. Nochmal überprüfen, da ist wieder runtergeflutscht. Okay, und dann seid ihr mit dem Riementrieb erstmal fertig. Anschließend kommt der Lüfter hier rein. Achtet darauf, dass der Schlauch da unten bei dem Lüfter auch hier wieder eingehakt wird. Ne? Ist ein bisschen knifflig mit der Hand darunter. Ich meine, von unten wäre es besser. Aber wenn ihr das von oben macht, dann müsst ihr einfach mit der Hand an der Seite rangehen, den Schlauch einklemmen und den Lüfter nach unten absetzen. Ich bin gerade allein, deswegen ist das schwierig, euch das zu zeigen. Worauf ihr noch achten müsst, ist, dass bei dem Lüfter hier diese Nasen hier in die entsprechende Halterung reinkommen. Gucken, ob ihr das sehen könnt. Genau, da ist die eine und da ist die andere. Danach kommt die Abdeckung mit den 5 Schrauben, die mit 25er Torx festgemacht werden. Danach anschließend die Abdeckung hier ganz normal wieder reinmachen. Denkt dran, das hier, dieser Bereich muss unter das Teil. Danach die Motorabdeckung und dann seid ihr fertig, nachdem ihr das hier eingebaut habt. Okay, als nächstes starten wir das Fahrzeug und gucken, ob soweit alles okay ist, was wir gemacht haben. So, als letztes kommt die Plusklemme drauf und dann können wir einmal das Fahrzeug starten und gucken, ob soweit alles okay ist. So, die Spannung scheint erstmal da zu sein, 13,8 Volt, 13,9, mal gucken, ob sie sich noch erhöht. Gucken wir mal, ob der Riementrieb okay ist. Das Quietschen, was ich vorher immer hatte, als der Motor kalt war, ist jetzt auch weg. Das liegt wahrscheinlich an den Rollen. Ja, soweit alles okay. Schauen wir mal, ob das durchgeht. Ich hoffe, das Video konnte dem einen oder anderen helfen. Ja, Leute, das Problem geht weiter. Mal kommt die Spannung, mal kommt sie nicht wieder. Also es lag wohl nicht an der Lichtmaschine. Verdammt.